jetzt in den nächsten 45 Minuten das Format kurz vorstellen, unsere Erfahrungen teilen und dann noch ein bisschen in den Austausch gehen. Lass uns aber mal mit dem Why anfangen, also warum ein Promptathon? Und da schließe ich an den guten Ethan Mollick an. Also ihr alle werdet wahrscheinlich auch die Erfahrung gemacht haben, dass sich die Möglichkeiten und der Nutzen von generativer KI eigentlich erst erschließt, wenn man sie in praktische Anwendung bringt. Also man muss es ausprobieren, hands-on. Nur Theorie tut es an der Stelle nicht. Und ja, wir haben von Ethan Mollick hier dieses schöne Principle, always invite AI to the table. Und wir haben gestern auch schon, ich glaube, Thomas hieß der Gute, der den ersten Vortrag gehalten hat, auch noch dieses Motto, never prompt alone gehört. Also das sind so zwei Prinzipien, die wunderbar zu diesem Format Promptathon passen. Und wir möchten damit ein niedrigschwelliges Angebot für die Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen bereitstellen, sich mit der KI auseinanderzusetzen, Erfahrungen, Hands-on-Erfahrungen, praktische Erfahrungen zu sammeln und damit auch Ideen und Inspirationen zu bekommen, wie sie denn generative KI in ihrem jeweiligen Arbeitsalltag einsetzen können, um produktiver zu werden. Das ist jetzt eine Definition, die wir für uns bei SAP erstellt haben zum Promptathon. Also es ist ein kollaboratives Event. Also da haben wir auch wieder diesen Ansatz Peer Learning und Never Prompt Alone. Das passt da wunderbar. Und bei diesem Event sollen die Teilnehmenden Prompts erstellen, um, ja, wir haben gesagt, Real-World-Challenges, also Aufgaben zu lösen, die irgendwie einen Bezug zu ihrem Arbeitsalltag haben und dabei ihre Prompting-Fähigkeiten stärken und schulen. Die Lernziele, die wir hier formuliert haben, also am Ende, das ist eher ein Workshop-Format, würde ich jetzt mal sagen, also kein Training im klassischen Sinne, sollen die Teilnehmenden also effektiv Prompts schreiben können. Sie sollen vor allen Dingen auch erkennen können, wo sie generative KI in ihrem Arbeitsalltag einsetzen können. Kollaboration, gemeinsames Arbeiten, Problemlösen, das gehört auch mit dazu. Das Format, so wie wir es jetzt bei SAP umgesetzt haben, ist komplett virtual live. Es ist denkbar, dass man sowas auch on-site macht, aber dafür haben wir im Allgemeinen kein Budget. Also bisher alle Durchläufe waren komplett virtuell. Es ist ein skalierbares Format. Also wir haben es mit bis zu 200 Teilnehmenden ausprobiert. Ich denke, es geht auch noch ein bisschen drüber. Im Prinzip haben wir es ausgelobt für alle Wissensstände ja, also für alle Interessierten. Wenn jemand komplett neu beim Prompting ist, dann empfehlen wir vorab ein Self-Study irgendwie zu konsumieren, damit man so eine ungefähre Vorstellung hat, was mit Prompting gemeint ist. Wir haben es auf 2 Stunden ausgelegt und es ist ein Peer-Learning-Format, hatte ich ja eben auch kurz gesagt. Wir arbeiten in kleinen Gruppen, so zwischen 3 und 5 Teilnehmenden und die ordnen wir oder diese Gruppen erstellen wir durch zufällige Zuordnung in Breakout-Räume mit den entsprechenden Tools. Wir stellen den Teilnehmenden eine Auswahl von 4 bis 5 Challenges vor und da gucken wir vorher so ein bisschen, dass das mit der Zielgruppe auch passt, dass es also Aufgaben sind, die ja, zu deren Arbeitsalltag passen und die Teams wählen selber aus, welche dieser Challenges sie lösen wollen. Ein zentrales Element zur Organisation bei uns ist ein digitales Whiteboard, wir nutzen Mural. Und neben dem Host haben wir je nach Anzahl der Teilnehmenden 2 bis 5 Coaches, die dann während dieser Hands-on-Phase für Support zur Verfügung stehen. Wir fangen an mit 15 Minuten Intro. Das macht dann der Host üblicherweise, erzählt kurz, worum es bei dem Training geht, Tools, die Challenges werden vorgestellt und dann haben wir ein kurzes 3 Minuten Video zum Prompting, also wirklich minimaler Input, nur so ein paar Highlights, die man wissen sollte, um einen guten Prompt zu erstellen. 80 Minuten dann für das Hands-on-Prompting in den Kleingruppen und am Ende 25 Minuten für Experience-Sharing. Also da möchten wir oder laden wir die Teilnehmenden ein, ihre Ergebnisse vorzustellen. Das wird auch sehr gut angenommen. Infrastruktur. Genau, also Mural als Whiteboard. Ich persönlich nutze am liebsten Zoom, einfach weil das mit den Breakout-Räumen am besten geht. Wir haben intern verschiedene Möglichkeiten, auf GPT-4-artige Sprachmodelle zuzugreifen und wählen dann ein Tool aus. Das stellen wir dann auch kurz vor. Teilnehmer können andere Tools verwenden, wenn sie wollen. Coaches ist
durchaus ein wichtiges Element. Also da müssen wir vorher so ein bisschen gucken, dass die halt abgeholt sind, dass sie wissen, worum es bei der Session geht, dass sie in der Lage sind, Fragen zu beantworten. Also sie sollten mit den Challenges vertraut sein und wir liefern für jede Challenge dann auch ein Beispiel-Prompt mit für die Coaches, nicht für die Teilnehmenden. Das teilen wir dann am Ende auch auf dem Whiteboard, aber dass die Coaches so eine Idee haben, wie ein guter Prompt für diese Challenge aussehen kann. Kommunikation, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Hier, genau, also wir haben insgesamt so einen Pool von so 15, mittlerweile sind es fast 20 Challenges, die wir so zusammengestellt haben und dann gucken wir je nach Zielpublikum, welche 4 bis 5 wir auswählen. Ihr seht rechts 2 Beispiele, also wir haben 3 Schwierigkeitsgrade, 1 also einfach, mittel, schwer. Der erste hier so eine Blog-Series, das wäre was Einfaches, wo wir halt die Teilnehmenden bitten, halt so sich von der KI Vorschläge für eine Blog-Series erstellen zu lassen, einen Draft erstellen lassen, einen Social-Media-Post dafür zu erstellen, etc. Also das ist eher einfach. Und es gibt noch ein Stretch-Goal für die Teams, die schneller fertig sind oder noch weitergehen wollen. Personal Learning Coach, das wäre dann mehr so was Bot-artiges, also wo wirklich ein Dialog mit dem Lernenden dann gestartet werden soll. Also das geht schon ein bisschen tiefer. Das wäre dann Level 3 Beispiel. Das Whiteboard ist zentrales Element, hatte ich gesagt. Also wir nutzen es schon vor dem Event. Wir haben links hier so ein paar Visitenkarten, die die Teilnehmenden ausfüllen können, wo wir auch die Skill-Levels schon mal abfragen bezüglich Prompting, damit wir als Host und Coaches schon mal so eine Idee haben. Dann haben wir für die Intro alle Folien auch auf dem Board hier abgelegt und machen auch die Präsentation über Mural statt PowerPoint. Wir haben die Challenges dort abgelegt, das sind so diese Kärtchen in der Mitte. Und dann haben wir rechts einen Arbeitsbereich für jedes Team. So, und in diesem Arbeitsbereich, und das ist so ein bisschen auch Dank nochmal an Hans und Nicole für die Idee, die aus dem CLC-Prompterton stammt, also dass wir eben diesen Arbeitsbereich haben, in dem die Teams dann ihre Challenge ablegen, die sie bearbeiten wollen, dann einen Arbeitsbereich haben, wo sie, ja, je nach Arbeitsweise des Teams halt schauen können, dass sie Ideen für den Prompter auflisten, die Struktur vielleicht schon mal ausarbeiten. Dann haben wir, das könnt ihr jetzt hier nicht lesen, aber spielt keine Rolle, bitten wir die Teams am Ende halt einen Prompt zu publizieren und auch ihre Lessons learned zu erfassen. Also das Board auch als Dokumentation zu nutzen und es dann auch hinterher den Teilnehmenden und gegebenenfalls auch Menschen, die interessiert sind, zur Verfügung zu stellen. Feedback, NPS von den ersten beiden Sessions, also wir haben bisher 6 Durchläufe gehabt, es kommen noch eine ganze Reihe mehr, aber von den ersten beiden hatten wir NPS abgefragt, 73, also recht gut. Die Kolleginnen und Kollegen mögen das Format, also Feedback ist positiv. I Wish ging meistens so in die Richtung, dass sie mehr Support von den Coaches haben wollten und da hatten wir ursprünglich ein Pull-Prinzip, also wir haben im Zoom diese Ask-Help-Möglichkeit zuerst promoted, also die Teams sollten praktisch zu den Coaches rufen und sagen, hier, wir brauchen Hilfe und dann sind die reingesprungen, also ein Pull. Das haben wir jetzt geändert zum Push, also dass die Coaches wirklich aktiv nach Beginn der Kleingruppenarbeit durch die Gruppen turnen und gucken, wo Hilfe benötigt wird. Also das haben wir erledigt. Genau, ja, da gehen wir jetzt mal schneller drüber. Was wir gemacht haben, also hatte eben kurz auf dem Board gesagt, dass die Teilnehmenden so oder die Gruppen ihre Lessons learned auch erfassen sollten. Die haben wir gesammelt, mit der KI ausgewertet und dann in Bezug zu unseren Learning Objectives gesetzt. Und also es ist so nicht ganz objektiv, aber eine ganz, ganz gute Näherung noch über die Survey hinaus und ihr könnt hier sehen, also auf einer Skala von 5 bezüglich effektives Prompt Writing haben die Teilnehmenden praktisch 4.5 bewertet aufgrund eben ihrer Lessons learned und auch die anderen Lernziele sind weitgehend erfüllt worden. Die Perspektive der Hosts und Coaches, also es hat Spaß gemacht. Wir haben gesehen, dass eigentlich immer alle Challenges genutzt wurden, also die ganze Bandbreite von einfach bis schwer und dass die Teilnehmenden wirklich gute Ergebnisse auch erzielt haben. So, den lassen wir mal weg. Genau, Outlook bei uns, also aufgrund des guten Feedbacks möchten wir das jetzt in ein Standardformat überführen
Und das gibt es in zwei Spielarten. Also wir werden offene Sessions bis Ende des Jahres noch 8 Stück anbieten, wo sich also firmenweit jeder anmelden kann. Und wir haben auch eine große Nachfrage nach teamspezifischen Events. Also Teams und Gruppen gezielt auf uns zukommen und sagen, wir möchten jetzt für unsere Kleingruppe so ein Format auch mal haben. Und da müssen wir gucken, wie wir das supporten können. Also Staffing ist dann halt ein Thema. Also haben wir genug Hosts, haben wir genug Coaches, um das jeweils zu unterstützen. Ja, das war mal so kurz der Überblick von mir, Matze. Jawohl. Wir haben uns ja gar nicht abgesprochen, Gerd, und ich fand es ganz spannend, was du jetzt so erzählt hast, weil wir ein paar Ansätze anders machen, vor allem keinen Remote-Promptathon, weil uns ist alles on-site, vor Ort. Und ich kann da gerne auch mal so ein bisschen paar Einblicke teilen. Grundsätzlich ist die Tagesstruktur, glaube ich, relativ ähnlich. Vielleicht ganz kurz zu mir und meiner Person. Ich bin der Matze, arbeite bei DATEV. Und bei DATEV befassen wir uns natürlich auch mit dem Thema generative KI. Wir haben ein bisschen mehr Zeit. Ich glaube, das ist der erste Unterschied. Also wir haben einmal wirklich von 9 bis in der Regel 15, 15:30 nehmen wir uns die Zeit zum Prompten, was bei uns ein bisschen länger ist als bei euch, ist dieser Impuls zu generativer KI und Einstieg ins Prompting. Das dauert tatsächlich 1,5 Stunden, weil wir da auch so mini-interaktive Übungen mit einbauen. Also da starten wir oft mit dieser Prompt-Struktur, Persona definieren, Inhalt und so weiter. Und die Zielsetzung ist vielleicht auch ein bisschen größer. Wir machen das auch anhand von Challenges mit sogenannten System Prompts, also diesen Initial-Prompts, mit denen man letztendlich auch so ein Custom-GPT bauen kann. Ich kann das mal kurz zeigen, weil ich glaube, darüber kriegt man am besten einen Eindruck, wie das Ganze ausschaut. Ist über Bilder. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Und wer kennt ihn nicht? Den Simon Roderus. Ich glaube, in der Lernos-Bubble ist er relativ bekannt. Der war zwar tatsächlich beim letzten Promptathon auch mit am Start. Ich hoffe, das Bild lässt sich auch laden. Falls nein, muss ich halt hinzoomen. Also man sieht es hier ganz gut. Hier in dem Bereich sind wir am Vormittag unterwegs. Also vormittags gibt es einen Impuls, generative KI. Und dann arbeiten wir mit eben so schönen Vor-Ort-Methoden, dass sich Leute im Raum aufstellen und die Challenges bearbeiten und sich zu den Challenges hinstellen, auf die sie Bock haben. Da geht sie dann in kleinen Gruppen am Nachmittag rein. Und zum Abschluss, und das ist vielleicht wirklich was ich euch auch praktisch mitgeben kann, werden die Prompts auch bewertet. Man sieht es hier im Hintergrund vielleicht ein bisschen, dass wir so ein Playoff-Verfahren haben, wo quasi Prompts gegeneinander antreten und dann am Ende ein Prompt zum Sieger gekürt wird. Also auch so ein bisschen Gamifizierung, die damit reingebracht wird. Und das machen wir mit dem Prompt-Challenger. Also wenn ich jetzt halt quasi Prompt 1, X, Y, Z reinschreibe und Prompt 2, erstelle mir einen Lernpfad, was auch immer. Mit Rechtschreibfehler, egal, ich gehe davon aus, dass Prompt 2 jetzt von diesem Prompt-Challenger etwas besser bewertet wird. Und das Ganze haben wir mit so einem Custom-GPT gebaut und darüber küren wir dann am Ende die Gegner-Prompts. Also wir sehen jetzt hier 6:1, es gibt insgesamt 10 Punkte pro Kategorie und ihr müsst euch das prinzipiell auch nicht abfotografieren, aber es gibt dann am Ende einen Gewinner-Prompt, weil ich bin auch bereit, glücklicherweise den System-Prompt zu teilen. Also wir sehen jetzt hier 28:4 gewinnt der Prompt 2 und so küren wir dann quasi Platz 1, 2 und 3 und das Ganze ist mit letztendlich dem entstanden, was auf dem der Promptathon basiert, nämlich einem System-Prompt, den ich euch auch gerne hier in den Chat packen kann. Vorhang rein. Diese System-Prompts, die entstehen im Laufe des Tages. Also wie gesagt, am Anfang so ein bisschen Mini-Übungen, Prompting-Hacks, Prompting-Techniken, wie strukturiert man einen Prompt? Und dann geht's, und auch da gibt es relativ viele Schnittmengen, den Großteil des Tages in Kleingruppen zum Prompten. Man sieht hier Ziel, das ist das Formulieren von Initialprompts. Gruppengröße ist maximal 6 Personen. Alles on-site, wir machen das auch nicht hybrid. Wir wollen einfach auch bei dieser Veranstaltung so einen kleinen Vernetzungseffekt herstellen. Dementsprechend sind wir da ganz, ganz dankbar ums Budget an der Stelle.
Genau, das Thema, wo man natürlich auch Mitarbeitende sensibilisieren muss, ist dieses Thema Vertraulichkeitsklassen. Was macht der denn jetzt? Vertraulichkeitsklassen, also welche Vertraulichkeitsklassen kann man in welches Tool reinpacken? Kein Quell, kein Business Code, keine personenbezogenen Daten. Ich glaube, diese Sensibilisierung ist wichtig, weil es doch immer mal wieder Führungskräfte gibt, die dann das nächste Mitarbeitergespräch damit vorbereiten wollen und gegebenenfalls nicht die Daten anonymisieren. Und dementsprechend haben wir insgesamt 10 Prompting-Challenges vorbereitet. Das zeigt eigentlich ganz gut. Challenge 1, KI-gestützter Onboarding-Prozess. Wir sind offensichtlich ein etwas deutschsprachiger, ich bin auf Concept-Board mit Trackpad unterwegs, das ist eine Katastrophe. Wir sind etwas deutschsprachiger unterwegs als SAP. Wir tun es ein bisschen schwer mit Englisch manchmal. Da haben wir einmal den Onboarding-Prozess, dann hier haben wir auch eine Schnittmenge mit dem individuellen Lerncoach. Ideen-GPT wurde bearbeitet, da sind auch echt coole Sachen rausgekommen. Der Workshop-Planner, also relativ generische Use-Cases, die irgendwie jeden betreffen, die werden gesammelt und dann, wie gesagt, stellen sich die Leute im Raum zu der Challenge, die sie bearbeiten wollen. Und die größte eine der größten Herausforderungen ist es, eine Teilnehmerbeschränkung von 100 Leuten, Räume zu buchen an einem Tag, wo 100 Leute möglichst auf einer Ebene Platz finden. Also das muss man frühzeitig machen. Und gleich eine Sache zeige ich noch, weil wir quasi auch den Teilnehmern die Möglichkeit geben, Challenges selber einzubauen. Und da hat auch der Simon Roderus so ein Custom-GPT gebaut, wo man quasi dann nochmal in die Teilnehmerrunde fragen kann, fühlt ihr euch mit den Challenges mit abgeholt oder habt ihr Bock, eigene Ideen noch mit reinzubringen? Und das war jetzt beim letzten Promptathon, hatten wir den Prompting-Use-Case-Berater und generative KI-Berater für den Alltag. Eine von beiden wurde dann tatsächlich auch bearbeitet. Und da haben wir quasi dieses Custom-GPT so gebaut, dass es die Aufgaben so formuliert, wie eben die restlichen Challenges auch. Und dann entstehen kreative Dinge. Das ist echt cool. Wir machen das Ganze dann so, dass wir prinzipiell Gruppe 1 gegen Gruppe 2, Gruppe 3 gegen Gruppe 4 und so weiter antreten lassen. Und was dann entsteht, ich zeige jetzt mal exemplarisch, ich hoffe, der Prompt ist cool, den Onboarding-Coach. Das sind dann diese sogenannten Initial-Prompt-System-Prompts, wie auch immer man das nennen mag. Ich gehe mal in ChatGPT rein, die man dann beispielsweise in ChatGPT oder auch in unser internes Data-GPT reinkopieren kann. Und dann sind die letztendlich sind das kleine Skripte, die durchgelaufen werden, wo jetzt in dem Fall der Prompt die Aufgabe hat, Leute onzuboarden. Genau. Das ist so die Struktur des Tages. Systemprompt habe ich mit euch geteilt. Agenda habe ich mit euch geteilt. Ich überlege gerade noch, ob es irgendwas Spannendes gibt. Prompting-Techniken. Ja. Also ich bin grundsätzlich bereit, wenn ihr da Interesse habt, zu beraten oder die Erkenntnisse, die Learnings, die wir gemacht haben, auch zu teilen. Das ist überhaupt kein Problem. Kommt da gerne auf mich zu. Und ansonsten würde ich sagen, nutzen wir jetzt die letzte halbe Stunde, um so ein bisschen weniger in die Frontalbeschallung, sondern mehr in den Dialog zu gehen. Ich glaube, die größten Unterschiede habe ich gezeigt. Genau, perfekt. Ihr nutzt ChatGPT, quasi die eigene Version davon. Das hängt ein bisschen an den Vertraulichkeitsklassen und von Blick auf bei anderen Unternehmen. Wir haben ein internes Data-GPT, was quasi kein Datenwissen hat, sondern nur. Man hört dich jetzt viel schlechter als davor. Wir haben internes Dativ-GPT, hat kein Dativ-Wissen, aber ist quasi auf europäischen Servern, wird nicht zum Training und so weiter verwendet. Das heißt, da dürfen wir eine Vertraulichkeitsklasse höher an Sachen eingeben, was uns ein bisschen mehr Flexibilität bei den Use Cases gibt. Das Blöde in Anführungszeichen bei Dativ-GPT ist, dass es technologisch halt manchmal hinter ChatGPT und Bing Copilot hinterherhängt, in dem Sinne, dass man keine Bilder generieren kann, dass es nicht aufs Internet zugreift, dass man keine Dateien hochladen kann. Aber wir können mehr Use Cases damit abdecken und wir bieten quasi allerdings mit geringeren Vertraulichkeitsklassen den Zugang zu ChatGPT mit Datev-Mail-Adressen und Bing Copilot an. Und wenn man jetzt halt irgendwie Claude oder irgendein anderes Modell nutzen möchte, dann geht das auch. Allerdings halt nur mit den entsprechenden Vertraulichkeitsklassen. Das ist, glaube ich, wichtig zu kommunizieren.
Ja, ich hätte noch mal eine Frage an dich. Und zwar, ich beschäftige mich gerade mit dem Thema Umstellung SAP R3 auf S4. Und da sind viele, viele verunsichert, weil so viel sich ändert und so weiter. Habt ihr da schon mal was ausprobiert, um die User mit KI zu unterstützen im Sinne des neuen Umgangs? Habt ihr da irgendwelche Sachen schon gemacht? Also jetzt nicht speziell in diesem Kontext hier. Also für den Prompt-Daton haben wir Challenges ausgesucht, die relativ generisch sind. Ne? Und die sind an dieser Stelle auch, ich würde mal sagen, SAP-agnostisch. Also es geht nicht um bestimmte Tools oder bestimmte Produkte, sondern mehr um das generelle Produktivitäts- oder die Produktivitätssteigerung, die ich in meinem Alltag mit den Tools erreichen kann. Also an der Stelle bin ich auch tatsächlich in der falschen Abteilung, weil die Themen, mit denen wir uns beschäftigen, eher so generischer Art sind. Aber ist natürlich denkbar, klar. Marina hat. Hallo, danke. Mehrere Fragen tatsächlich. Das eine ist an Gerd, du hattest dieses coole Whiteboard geteilt in ganz klein und mich würde super die Details davon interessieren. Wäre es möglich, da so einen Vordruck oder sogar ein beschriebenes aus einer Session mal sich anzuschauen? Weil ich denke mal, mit geringen finanziellen Mitteln kann man es ja am ehesten noch online aufbauen. Und wenn man da ein gutes Template hat, ist das unglaublich viel wert. Ja, gut, also ein ausgefülltes Whiteboard könnte ich dir nicht geben, weil die Teams da auch Namen drauf haben, etc. Ja, klar. Das Template, ja, müsste ich gucken, was da jetzt SAP-spezifisch drauf ist. Mhm. Prinzipiell aber denkbar, also zumindest mal so ganz grob, welche Elemente wir da drauf haben. Und die müsstest du dann in dem Tool deiner Wahl halt nachgestalten. Natürlich ist es auch nicht zum Copy-Pasten, sondern eher, um halt einfach schon mal eine Best Practice zu haben. Zum Beispiel die Idee mit dem Kompetenzen im Vorhinein abfragen, finde ich super spannend. Einfach mal, um eine Inspiration zu haben. Und dann Frage Nummer zwei, wenn ich darf. Schreib mich nochmal an. Ja, perfekt, mache ich. Ich hätte noch eine grundsätzliche Frage. Promptathon. Also klar, ihr seid ein IT-Unternehmen, aber ich finde alles, was so an Hackathon vom Namen erinnert, ist eher schwierig in der Akzeptanz, wenn man jetzt nicht aus der IT kommt. Also ich habe das Gefühl, wenn man sowas bewirbt, würden sich eher wenige Nicht-ITler melden. Habt ihr da auch so eine Barriere oder eher nicht? Fangen wir mal an. Nein. Okay, also cool. Überhaupt gar nicht. Ich habe das Gefühl, sobald im Titel irgendwas mit ChatGPT oder Prompting drin steht, rennen einem die Leute die Türen ein. Und wir haben insgesamt knapp 9000 Mitarbeitende. Der erste Promptathon war ausgebucht, ohne dass wir es beworben haben, irgendwo. Also das hat einfach den Flurfunk gemacht und dann hatten wir 100 Leute voll. Und mittlerweile haben wir 5 Promptathons, also 500 Leute, durch so eine Veranstaltung durchgebracht. Es skaliert definitiv nicht so gut wie euer Promptathon. Ich glaube, das gehört zur Wahrheit dazu. Wir planen jetzt einen 300-Leute-Promptathon im Clubstadion. Auch der ist schon ausgebucht und wir haben immer noch 120 Leute auf der Warteliste. Also kann ich überhaupt nicht bestätigen. Und ich begründe es so ein Stück weit mit diesem Buzzword Prompting, was irgendwie jeder greifen kann, weil jeder ChatGPT oder DativeGPT öffnen kann. Und eine Angsthaltung, dass das etwas für IT-Nerds oder Softwareentwickler ist, nehme ich überhaupt nicht wahr. Verstehe. Okay, darf ich noch eine Frage stellen? mich würden noch eure Use Cases interessieren, da die ihr als Beispiele mitgebracht habt, also diese generischen Aufgabenstellungen. Gut, ein paar Beispiele hat man jetzt schon gesehen. Also wir haben auch ähnlich wie das, was Matze zeigte, eine Aufgabe zum Agile Coach, Brainstorming, Ideengenerierung, Videos oder Transkripte zusammenfassen lassen. Den Lerncoach hatte ich. Also so Dinge aus dem Arbeitsalltag. Wir haben auch noch so ein bisschen was in Richtung Teamwork, Konfliktlösung. Also so relativ breit gestreut und dann gucken wir eben so ein bisschen, können wir das Publikum etwas einschätzen und dann wählen wir die Dinge aus, die wahrscheinlich Resonanz finden. Verstehe.
Ich habe es jetzt auch parallel mal rausgesucht, weil ich das ganz cool fand. Also ich kann mich dem anschließen. Wir haben unterschiedliche Zielgruppen. Also der Service macht halt eher eine Textzusammenfassungs-Challenge oder was auch immer. Wir haben auch so einen Coding Assistant. Da kann ich empfehlen, sich mal an diesem ChatGPT Marketplace zu orientieren und sich anzugucken, was ist da trending. Das sind meistens irgendwelche Summarizer oder Coding Assistants oder irgendwas in der Richtung. ChatGPT Marketplace, cool. Was ist das? Also diese kann ich gleich zeigen. Entschuldigung, ich bin manchmal zu schnell. Was ich noch empfehlen kann, ist den Leuten, die Agency zu geben, eigene Challenges auch mit reinzugeben. Da hat der Simon Roteros, wie gesagt, diesen Challenge-Bauer gemacht. Also wenn ich jetzt sage, stelle mir eine Challenge für einen Java-Lernpfad, dann generiert er quasi auf Basis von diesem Input eine fertige Challenge, die wir dann auch für den Promptator nutzen können. Das heißt, wir haben Content, den wir direkt auch in die Veranstaltung mit integrieren können. Und was ich mit ChatGPT mag, meine, sind diese GPTs, die man hier finden kann, die basieren ja alle letztendlich auf so System-Initial-Prompts, wie auch immer man das nennen mag. Und da kann man sich, glaube ich, auch ganz gut für Challenges inspirieren lassen. Also, wie heißt der Challenge was? Das ist in ChatGPT, ich glaube mittlerweile auch in der freien Version, oder? Ja. Kann man über diese GPTs hier auf der Seite GPTs erkunden und dann sieht man quasi alle GPTs, die es so gibt. Bei mir sind jetzt ein paar gesperrt, weil ich einen Enterprise-Account habe. Aber hier sehen wir zum Beispiel so einen Writing-Coach. Das wäre eine Challenge, die passen würde. Man könnte das, ich würde mir überlegen, welche Rollen gibt es im Unternehmen, welche Rollen können von generativer KI profitieren und daran dann die Challenges auslegen und wie gesagt auch vielleicht den Leuten die Möglichkeit geben, eigene Challenges irgendwie mit reinzukippen. Okay, das heißt, dieser Challenge, ich weiß gerade nicht, wie der hieß, ist das auch eins von den vorgeschlagenen GPTs da oder habt ihr das selbst gebaut? Ja, das hat ein Kollege gebaut. Ich kann ihn gerne anhauen, dass er mir den Systemprompt zukommen lässt, dann kann ich den in Discord nochmal teilen. Vielen Dank, cool. Werdet ihr eure Präsis grundsätzlich uns zur Verfügung stellen oder ist das eher so als Inspiration gewesen? Ja, das können wir teilen. Dankeschön. Ja, ich muss noch ein paar Folien rausschmeißen, aber kann ich gerne teilen, kein Problem. Perfekt, danke. Ja. Ja, ich habe noch eine Frage zu den Vertraulichkeitsklassen, von denen du geredet hast. Also ich habe noch eine Frage zu den Vertraulichkeitsklassen. Habt ihr die für euch selber entwickelt? Also dass ihr gesagt habt, okay, die Inhalte können nicht rein. Kannst du da noch ein bisschen genauer drauf eingehen, wo da so die Grenzen sind? Also weil das bei uns ein sehr großes Thema ist. Ja, also Vertraulichkeitsklassen gab es schon weit vor ChatGPT, weil wir halt auch begründet durch unsere Software und unsere Kundschaft relativ hohe Ansprüche an Security haben und dass eben keine Kundendaten irgendwie die Runde machen. Dementsprechend sind die höchsten Vertraulichkeitsklassen natürlich Kundendaten, persönliche Informationen etc., auch Mitarbeiterinformationen. Und ich glaube, es wurde auch vorhin irgendwo gesagt oder gestern, bin mir nicht sicher, man ist auf der sicheren Seite, wenn alles, was man in ChatGPT eingibt, wenn man das auch auf LinkedIn oder Social Media teilen würde. Also wenn man das den Leuten kommuniziert, dann hat man, glaube ich, einen Rahmen für eine Vertraulichkeitsklasse, wo man auf der sicheren Seite ist. Und da fallen dann quasi diese ganzen Persönlichkeitsbewertungen, Kundeninformationen, Quellcode, Businesscode, das fällt dann automatisch raus. Also wenn man jetzt keine Vertraulichkeitsklassen und da keinen definierten Rahmen hat, würde ich so diese Social-Media-Leitplanke den Leuten mitgeben. Also würdet ihr das auch auf Social Media teilen oder nicht? Und würdet ihr dafür Ärger bekommen oder nicht? Und dann ist man, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Also wir können da tatsächlich ein klein bisschen weitergehen. Also wir haben Tools, die freigegeben sind, auch für Confidential Information, allerdings persönliche Daten ist ein absolutes No-Go, also da ist die Grenze. Und aber wie man es auch schon sagte, also es ist wichtig, die Teilnehmenden vorher darüber zu informieren und auch ganz generell über alle Themen, die jetzt Datenschutz und Security betreffen, im Rahmen der Nutzung, also was auch die Tools selber angeht, also dass man zum Beispiel jetzt keinen privaten ChatGPT-Zugang benutzt, also wir sagen halt, das sind die Tools, die ihr nutzen könnt
Und darüber hinaus gilt die generelle Regel, dass Sie ansonsten alle anderen Tools nehmen können, die für die interne Nutzung freigegeben sind. Also manche Kollegen haben eine Photoshop-Lizenz zum Beispiel, ne? Und damit könntest du dann jetzt Bilder generieren, aber eben nicht über deinen ChatGPT-DALL-E-Account privat. Oder wir haben Synthesia auch im Haus, also wer da eine Lizenz hat, da ermöglichen wir den Teams oder sagen den Teams, wenn ihr diese Möglichkeiten habt, dann könnt ihr die auch nutzen, um die Challenge noch weiter zu treiben. Das ist die Budget dann da scheinbar. Oh, das ist... Der geht auch, ne? Der geht? Ah, cool. Ich hätte eine Frage, Matze. Du hast jetzt ein paar Mal auch die sehr leckeren Systemprompts erwähnt. Habt ihr da irgendwie einen Prozess? Weil es ist ja nicht so, dass ich den Prompt selber als User machen kann, sondern der muss ja eigentlich systemseitig von Dativ oder von euren Admins irgendwo eingespielt werden, dass der für alle nutzbar ist. Also ja. Muss ich den ja immer vorne wegstellen. Ja. Habt ihr da irgendeinen Prozess oder wie geht ihr damit um? Also ich kann das gerne mal kurz zeigen. Die kurze Antwort ist nein. Der Promptathon, den wir veranstalten, ist eine Spielwiese und noch nichts, was irgendwie in einem Business Use Case oder ähnliches direkt umgesetzt wird. Es geht darum, zu sensibilisieren, zu experimentieren, sich zu vernetzen, in den Austausch zu kommen, vielleicht auch Leute aus dem Service mit Leuten aus der Softwareentwicklung gemeinsam an Prompting Challenges arbeiten, und das funktioniert auch sehr, sehr gut. Wir haben, wie gesagt, unser internes Dativ GPT, das kann ich auch gerne mal kurz zeigen. Das ist, wie gesagt, so ein Dativ internes ChatGPT, wo ich quasi diese Systemprompts, wie du gerade gesagt hast, vorschießen muss, damit ich quasi dann meine Mini-GPT-Anwendung nutzen kann. Es soll jetzt irgendwann, also diese ganzen Funktionen, die ChatGPT schon im Bauch hat, die werden sukzessive auch bei Dativ GPT nachgerüstet. Deswegen würde ich davon ausgehen, dass wenn wir in einem Jahr hier wieder sitzen, dass dann auch System Prompts und Dateianhänger und so weiter möglich sind, wodurch sich dann auch wieder mehr Business Use Cases ergeben. Aber aktuell sind wir schon sehr stark jetzt im Kontext Promptathon am Experimentieren, Austausch und Vernetzen interessiert und die erste Hürde zu nehmen, sich überhaupt damit zu befassen. Ja, vielen Dank, weil wir beschäftigen uns halt strategisch jetzt auch damit, wie geht denn das weiter? Weil ja. Die erste Phase, wo jeder experimentiert, super, und dann kann jeder das machen. Und wenn ihr jetzt System Prompts auch schon einführt, dann erleben die, was da eigentlich für eine Power drin steckt. Daraus entstehen ja jetzt lauter Use Cases, und die Use Cases werden ja dann, wenn du sagst, du rollst sowas dann firmenweit aus, wäre es ja irgendwie cool, ein Verzeichnis zu haben, welche Use Cases kann ich denn mit so einem System Prompt eigentlich ganz schnell und einfach machen. Also im besten Fall sogar noch anklicken, sagen, ich möchte mal den haben, ich habe eine Library, jetzt mime mal einen Kunden, mime mal ein Thema, mime mal eine Initiative mit den Rahmen der Conti oder der Dativ, und dann kannst du in diesem Rahmen dann arbeiten. Ja. Dazu brauchst du aber, wenn du das halt corporate-wide anschaust, brauchst du eigentlich irgendeine Art von System, dass die Leute erstens wissen, was gibt es für System Prompts und was tun die im Genauen? Ja, das ist sehr spannend. Also wir haben so, es gibt bei uns das Generalize-Projekt, das realized alles im Bereich generative KI. Deswegen der Name. Und die haben mittlerweile eine Sammlung von 140 Use Cases für intern als auch extern, also für den Kunden, die für den Kunden spannend sind, als auch für Dativ-Mitarbeitende. Und ein Großteil dieser Use Cases ließe sich eigentlich mit Prompt Engineering lösen. Mit so einem System kommt. Das heißt, da würden dann, glaube ich, einige rausfallen. Ich nehme das als Impuls mit. Ich finde es total spannend, weil ich glaube, es gibt eine relativ breite Masse an Business Use Cases, die sich mit System Prompts, Custom GPTs oder was auch immer lösen lassen. Und dann gibt es eben die Themen, die tiefer gehen, die ein Frontend brauchen, wo es irgendwie um die Integration in bestehende Dativ-Produkte oder Prozesse geht, wo das Ganze dann komplexer wird. Und da reicht dann nur Prompt Engineering nicht mehr aus. Das ist ein spannender Sorry, letzter Punkt dazu noch. Wir müssen ja das auch weiterdenken. Also wenn wir von 200.000 MitarbeiterInnen reden und in vielen Ländern, und wenn du dann jetzt schon sagst, in der frühen Phase habt ihr 140 solche System Prompts schon oder Use Cases waren es, glaube ich. Habt ihr Erfahrung, weil es zu früh wahrscheinlich, aber man muss ja damit rechnen, wenn die System Prompts, die werden ja nicht mit einer EID angesprochen, sondern die werden ja über eine natürliche Sprache angesprochen. Das heißt, wenn du mal irgendwann, ich sage jetzt mal 100 oder 1000 von denen hast, wird der User nicht mehr unterscheiden können, welchen System Prompt spreche ich jetzt gerade an. Und dann ist die Frage, ob die miteinander
ob dann da halt was Besseres oder was Schlechteres rauskommt, wenn nicht mehr klar ist, in welchem Frame habe ich mich jetzt gerade in meine Prompt bewegt. Ja. Das ist eine sehr spannende Frage, ja. Die ich nicht vollumfänglich beantworten kann. Marina, ja? Ich frage mich, also ich finde die Session super, super spannend und wir hatten jetzt zum Beispiel auch bei Conti von Marcel und haben ihn immer noch den Lernpfad, den wir im MOOC gemacht haben, ähnlich auch als sage ich mal, als Testballon. Und ich habe das Gefühl, das würde tatsächlich eine sehr gute Erweiterung sein, um die Skills zu verbessern, weil man da, also bei der Learnify-Reise, da muss man sich so ein bisschen selbst damit beschäftigen und tauscht sich ab und zu mal mit seiner Peer Group aus. Und hier ist es halt so ein massives Event, wo man so richtig kondensiert ins Doing kommt. Ich würde das super gerne versuchen, bei uns irgendwo einzubinden, aber so ein Leitfaden dafür, was da so die Best Practices sind, wäre halt super hilfreich, weil im Endeffekt gibt es da sehr viele Sachen, woran es scheitern oder eben erfolgreich werden kann. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht, eure Erkenntnisse in so einen öffentlichen Leitfaden zu stecken? Die Session wird aufgezeichnet, deswegen muss ich gucken, wie weit ich aus dem Nähkästchen plaudere, aber ja. Ich kann auch mal kurz reingucken. Es ist gerade ein Artikel im Entstehen. Moment, ich kann mal. Es ist gerade ein Artikel im Entstehen, wo wir das Ganze aufbereiten wollen, weil das passt eigentlich ganz. Ich weiß nicht, ob Kollegen von der Telekom da sind, aber der Ausgangspunkt für unseren Promptathon war eine Session, glaube ich, auch rund um Simon Dückert organisiert, nach dem 18.09., wo quasi die Telekom ihre Erfahrungen geteilt hat und dass dadurch sind wir bei DATEV auf die Idee eines Promptathons gekommen. Und ich habe dann versucht, so aus diesem Artikel in Kollaboration mit ChatGPT die wichtigsten Inhalte raus zu extrahieren und quasi daraus das Konzept erarbeitet. Und unsere Idee ist es jetzt schon, dass, also intern haben wir sowas, das kann ich mal zeigen, das schaut so aus, es ist ein SharePoint, der How to Promptathon heißt, wo quasi intern allen Abteilungen und Teams gezeigt wird, wie könnt ihr einen Promptathon organisieren, wie könnt ihr das Ganze strukturieren, was ist ein Systemprompt, da sind auch Lernvideos mit hinterlegt, die man dann live streamen kann, wenn man so einen Promptathon selber macht. Das Ganze haben wir allerdings aktuell nur in Anführungszeichen intern und noch nicht extern. Aber das soll bald kommen. Also ihr könnt mir gerne auf LinkedIn folgen, dann bekommt ihr es mit. Könnt ihr ja auch einfach ChatGPT fragen und da mal einen Vorschlag machen. Für genau. Best Practices, genau. Also wenn ChatGPT mittlerweile auch schon unsere Promptathons verarbeitet hat, wird es vielleicht eine ähnliche Kopie dann erstellen können. Und an der Stelle auch nochmal der Credit, die Ursprungsidee kam von der Telekom für den Promptathon da. Die haben auch einen guten Podcast, glaube ich, im Dezember zugemacht, worauf auch ein Großteil von dem, was wir gemacht haben, auch basiert ist. Da will ich den Credit definitiv auch abgeben. Ja. Ich kann vielleicht noch einen Punkt ergänzen. Also, hat er ja schon erwähnt, bei uns läuft es immer virtuell. Und auch bezüglich nochmal eben so der Frage, was so die Nachfrage ist und ob es da irgendwie Einstiegshürden gibt von Nicht-ITlern. Also das ist bei uns definitiv auch nicht der Fall. Die ersten beiden Sessions, die wir gemacht haben, waren offen. Wir hatten die für 400 Plätze jeweils ausgeschrieben. Die waren nach einem Tag ausgebucht und wir hatten eine Warteliste für jede Session von über 800 Menschen. Also die Nachfrage ist riesig. Aber wir hatten eine riesen No-Show-Rate und muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, und eine gewisse Disziplinlosigkeit. Also wir haben ein inflationäres Angebot an virtuellen Veranstaltungen und die Leute melden sich für alles Mögliche an, kommen entweder gar nicht oder sie kommen dann zu spät. Also was wir jetzt wirklich heftig lernen mussten bei diesen offenen Veranstaltungen. Also wenn man das für ein bestimmtes Team oder eine bestimmte Zielgruppe macht, dann ist es was anderes. Aber wenn man es so offen macht, dann passiert es, dass Leute selbst nach einer Stunde noch reinkommen und sagen, hier, Entschuldigung, ich war in einem anderen Call, kann ich noch mitmachen? Was natürlich bei so einem Format überhaupt nicht geht. Also wir haben jetzt massiv gelernt, dass wir müssen in der Vorabkommunikation, in der Einladung so explizit wie überhaupt nur möglich klar machen, dass das halt ein Workshop ist, dass die Leute dabei bleiben müssen, die ganzen zwei Stunden, dass sie aus diesen kleinen Gruppen halt nicht rausfallen können oder dürfen, weil es ansonsten die Dynamik für die anderen völlig zerstört.
Und also diese ganzen Mitigationen, also wir denken über No-Show-Fees nach, über ein Waiting Room in Zoom, dass wir den wieder aufmachen, wenn die Leute, also wenn die Breakouts begonnen haben, sodass wir diese Störungen nicht haben. Also es war, ich war überrascht, muss ich sagen. Ich hatte nicht damit gerechnet. Aber also bei so einem Format muss man dann wirklich gucken, dass die Leute wissen, worauf sie sich einlassen und dass sie auch wirklich das Commitment haben, dabei zu bleiben. Das ist dann wirklich entscheidend. Die dabei sind, die waren alle super happy, aber für uns, als Host und als Coaches war das ein echter Lerneffekt. Ja, kann ich nur bestätigen, haben wir die gleichen Erfahrungen gemacht und vielleicht ein paar Ideen für Lessons Learned oder Good Practice. Also wir haben zum einen angefangen, nicht mehr komplett offen zu machen, sondern regionenbezogen, also Zeitzonen, weil da viele zwischendurch ausgestiegen sind. Das ist eines. Und das andere, wir haben auch über Fees überlegt. Da hat unser Controlling uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Gibt's nicht. Aber wir haben das Thema Dokumentation von Trainingsteilnahmen. Das ist bei uns systematisiert und wir haben dann schon in der Einladung mit Rot und doppelt und groß reingeschrieben, wenn die Teilnahmequote kleiner 90% ist, wird keine dokumentierte Trainingsteilnahme genehmigt. Und dann ist man für 6 Monate gesperrt und kann an dem gleichen Thema nicht nochmal mitmachen. Und das hat gewirkt. Also da kann ich nur so ein paar Ideen mit einbringen. Wie habt ihr das denn erfasst mit den 90%? Das machen die Moderatoren oder Trainer, die meistens zu zweit sind in dem Training, dann online. Die nehmen dann Screenshots von den Teilnehmern, weil manchmal sieht man ja dann remote oder wie sagt man, wie heißt es? Irgendwie im Teams gibt es dieses Signal, dass er sich ausgeloggt hat, aber zwar noch da ist, aber in einem anderen Call oder irgendwie sowas. Halten oder irgendwie sowas sieht man und dann machen wir Screenshots und dann sagen wir, nee, läuft nicht. Ja, und wenn du Zoom benutzt, dann kriegst du tatsächlich eine Teilnehmerliste auch mit, also es sind wahrscheinlich individuelle Einstellungen von der IT. Ja. Genau, bei Teams ist es bei uns auch gesperrt, aber Zoom geht und dann siehst du, wie lange die Leute drin waren und dann kannst du halt einen Grenzwert definieren und das daran festmachen. Eine Möglichkeit. Alles klar, danke. Genau. Ich hätte jetzt eine Frage und zwar, du hast ja hauptsächlich mit vorbereitet den CLC Promptathon. Und hast jetzt die Erfahrung, wie das in der Firma umgesetzt hast, bei SAP. Mich würde so die größte, was war die, also wie unterscheidet die sich hauptsächlich? Und was für Erfahrung war da drin? Also wo warst du überrascht und wo hast du gedacht, ja, genauso gleich, die sind genauso begeistert oder was waren da die größten Unterschiede? Also der größte Unterschied, was ich jetzt eben auch schon sagte, war so das Commitment und die Disziplin, ich meine so den Promptathon, also so ein CLC-Promptathon, da kamen die Leute, die genau da sein wollten und denen auch klar war, dass sie da aktiv mitarbeiten mussten, die jetzt auch kulturell, die meisten einfach schon selbst organisiertes Arbeiten und Lernen gewohnt waren. Also das war überhaupt kein Thema. Ne? Das hat ja einfach so geflutscht, das ging super. Das ist intern nicht so der Fall. Also Disziplin, hatte ich gesagt, auch so das selbstorganisierte Arbeiten ist noch nicht bei jedem angekommen in der Firma, muss man ganz klar sagen. Ne? Also du schickst sie in die kleinen Gruppen, in die Breakout-Räume und manche wissen dann nicht, was sie machen sollen. Die warten darauf, dass irgendjemand ihnen dann jetzt sagt, was sie jetzt tun müssen. Also da fängt es dann schon mal an. Also das war oder ist ein großer Unterschied. Was bei beiden gleichermaßen toll ist, ist nicht nur zum einen dieser Peer-Learning-Effekt. Da hatte ich auch bei dem CLC-Promptathon eigentlich mal zuerst drauf gesetzt. Das war meine Hoffnung, dass die Lernerfahrung vor allen Dingen darin besteht, dass man von und miteinander lernt. Dass die Teams aber gleichzeitig auch noch tolle Ergebnisse geliefert haben beim Prompten. Das haben wir beim CLC-Promptathon gesehen, da kamen ja fantastische Ergebnisse raus und das sehen wir tatsächlich auch hier. Also die Teams erstellen tolle Prompts und teilweise wirklich sehr fortgeschrittene Prompts. Also das ist faszinierend zu sehen. Also von daher, das ist gleich, definitiv. Und der größte Unterschied ist eben so beim Commitment und der Disziplin. Die offizielle Zeit für unser Session ist rum. Jetzt haben wir ja keine Nachfolgesession, sondern die Mittagspause. Könnt ihr entscheiden, ob ihr noch ein bisschen weitermachen wollt? Die Referenten sind noch bereit, weitere Fragen entgegenzunehmen. Dann hätte ich auch noch eine Frage, der ich ja auch bei dem Promptathon dabei war.
zwischen 2 Stunden und 5 Stunden ist ja doch ein Riesenunterschied. Wir hatten beim Promptathon ja jeweils 2 Sessions, ne, wo dieselben Leute nochmal eine erste Session hatten und dann sich nochmal zusammengesetzt haben. Gibt es da einen Unterschied oder was ist der Unterschied zwischen 2 und 5 Stunden? Machst du anfangen? Wir haben jetzt immer mal wieder auch abteilungsspezifische Promptathons in 3 Stunden letztendlich veranstaltet. Die Lernziele lassen sich auch mit weniger Zeit erfüllen. Also dieses Grundverständnis für was ist ein Systemprompt, was macht einen guten Prompt aus, welche Prompting-Strategien gibt es. Das geht auch in 3 Stunden genauso gut mit ein bisschen mehr Hektik und einer Matze, der etwas schneller redet. Aber wie gesagt, es ist eines von vielen Lernzielen. Ich würde sagen, wir haben beim Promptathon 2 Meta-Lernziele. Das eine ist dieser Vernetzungsaspekt und das zweite ist, dass wir mittlerweile auch hoffen, dass die Leute enabled werden, selber so ein Promptathon in der Abteilung auch mal durchzuführen. Also, dass sie es schaffen, selber einen Experimentierraum aufzumachen, und ich glaube, dafür braucht es ein bisschen mehr Zeit, den wir jetzt bei unserem Vorort-Promptathon geben. Aber grundsätzlich, gerade im Online-Kontext, spart man sich super viel Zeit mit diesen Wegen, die man gehen muss, und die Einrichtungssession, das Vorstellen in den Gruppen, das dauert vor Ort einfach alles länger. Dementsprechend nehmen wir uns da bewusst die Zeit bis 15 Uhr. Das Prompts bewerten dauert auch relativ viel Zeit. Auch ich glaube, auch das macht ihr nicht oder nicht so intensiv. Wir machen deutlich mehr Pausen vor Ort. Und dementsprechend lässt sich das auch reindampfen, wenn man wirklich zeitkritisch unterwegs ist, lässt sich das auch kürzer eindampfen. Also wir haben bewusst auf dieses Bewerten verzichtet. Also wir haben halt gesehen, wir haben teilweise, also da wir die Gruppen ja zufällig zuordnen, kann es auch passieren, dass 3 oder 4 Leute in einer Gruppe sind, die überhaupt keine Vorkenntnisse haben. Und da waren wir der Meinung, dass es denen gegenüber nicht ganz fair wäre oder vielleicht sogar ein bisschen demotivierend, wenn man deren Prompt dann vergleicht mit einer Gruppe, die jetzt zufälligerweise sehr erfahren ist und dann halt schlechte Ergebnisse für die Unerfahrenen rauskommen. Aber so dieses Kompetitive hat natürlich auch einen interessanten Aspekt, sehe ich auch. Der andere Unterschied ist, dass wir massiv diese Einführung ins Prompting zusammengedampft haben. Wir haben gesagt, also wir haben ein 3-Minuten-Video und dann haben wir ein Cheat-Sheet auf dem Whiteboard, wo so die wichtigsten Tipps drauf sind. Ich gehe da so ein bisschen auch wieder mit Ethan Mollick. Also man sollte nicht zu viel Zeit auf ein perfekt strukturiertes Prompting verwenden, sondern halt wirklich iterativ ausprobieren und gucken, was funktioniert. Ja. Genau, deswegen konnten wir die Zeit ein bisschen zusammenbringen. Vielen Dank erstmal und vielleicht eine ganz schnelle abschließende Frage. Wie bildet ihr denn virtuell die Gruppen? Also einfach zufällige Breakout-Zuordnung. Also in Zoom oder Teams kannst du ja sagen, hier mach Gruppen von 3 oder 4 und genau, das. Vielen Dank, war mega. Ciao.